Hallo Freunde, hier ist der Luke. Ich hoffe, es geht euch gut, wie immer natürlich. Es ist gerade ein neues Development-Update, ein kleines Filmchen über die Season 3, die anstehende von Battlefield 2042 rausgekommen, in denen sie sich natürlich wieder bedanken, dass so viele Leute dabei geblieben sind, trotz des roughen Starts, wenn man das untertriebenerweise so nennen kann. Und darin sprechen sie natürlich darüber, wie es weitergeht mit Battlefield 2042, was uns in Season 3 erwarten soll und lustigerweise auch, dass es nach Season 4 auch noch Content geben soll zu 2042, wozu bis jetzt ja noch niemals irgendwas gesagt wurde, aber anscheinend ist nicht nach Season 4 schon direkt Schluss. Also es wird jetzt nicht genauer gesagt, ob es eine Season 5 gibt, aber dass sich noch weiter um das Spiel gekümmert wird und noch Content dafür erscheinen soll. Mehr wird jetzt nicht gesagt, aber trotzdem überraschend, wie ich finde. Jetzt aber zu Battlefield 2042 Season 3 und über den kommenden Content. Hier wird sich gekümmert um das Core-Gameplay, neue Maps und neuer Content. Wir fangen an mit dem, was wahrscheinlich viele interessieren wird, die Rückkehr von Battlefield 2042 zum alten Battlefield-Klassensystem. Und das wird auch in der Tat so kommen, und zwar gegen Ende der Season 3, wie sie hier sagen. Sie haben das natürlich alles exzessiv getestet und Balancing-Changes etc. vorgenommen, so wie das sein soll. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel die Einteilung der einzelnen Spezialisten in das jeweilige Klassensystem. Nur mal als Beispiel, in der Recon-Klasse finden wir zum Beispiel Casper, Rau und Pike. Und dass es ab dem Zeitpunkt, wo das eingefügt werden soll, nur für diese Klasse verfügbare Gadgets benutzen können, beziehungsweise auch nur für diese Klasse verfügbare Granaten ausrüsten können zum Beispiel. Darüber hinaus gibt es aber die sogenannten Weapon Proficiencies. Das bedeutet nichts anderes, als dass zum Beispiel ein Spezialist in der Sniper-Klasse mit einem Scharfschützengewehr den Atem länger anhalten kann als alle anderen. Sie hatten auch schon mal in einem anderen Update erwähnt, dass sie wahrscheinlich nicht dahin zurückgehen werden, dass die Klassen nur spezielle Waffen ausrüsten können, sondern dass es so bleibt in 2042, dass alle Spezialisten alle Waffen ausrüsten können. Aber halt mit dem kleinen Twist, dass gewisse Klassen bei gewissen Waffen Vorteile erhalten werden. Mit dieser Änderung wandert Irish auch in die Support-Klasse und Crawford in die Engineer. Klasse. Dementsprechend erhält Irish den Trade von Crawford und kann dann dementsprechend auch alles schnell wiederbeleben und Crawford bekommt einen neuen Trade. Wie man hier sieht, kann er mit diesem neuen Trade anscheinend Fahrzeuge sehr viel schneller reparieren als alle anderen. Rau soll auch besser in die Recon-Klasse integriert werden und deshalb werden jetzt Teammates angezeigt kriegen, wenn er irgendwas gehackt hat, sodass sie besser wissen, wann dieses Ziel dann quasi verwundbar ist. Diese Anpassungen an den Spezialisten sollen auch in Zukunft weitergehen, also wird es da hier und da immer wieder irgendwelche Tweaks geben, damit das alles schön zusammenpasst. So, und nun zum nächsten Punkt. Und zwar gibt es auch in Season 3 wieder Vault Weapons, also neues Spielzeug zum Rumballern. Als erstes kommt da aus Bad Company 2 die allseits beliebte XM8. Die kennt ja wohl noch jeder von früher, hat wahrscheinlich jeder auch dauernd gespielt dann. Und als nächstes haben wir die A91. Auch sehr beliebt und bekannt, da werden sich Veteranen auf jeden Fall freuen. Auch wenn es mir ehrlich gesagt mal lieber wäre, wenn einfach mal neue Waffen für 2042 entwickelt würden und nicht aufgewärmte reingepatcht würden. Ich finde nämlich, dass die sich alle irgendwie komisch spielen und nicht so wirklich perfekt in das Spiel integrieren. Seht ihr das auch so? Schreibt doch mal was in die Comments darüber. Als nächstes haben wir ein spannendes Thema, die Reworks von den alten oder originalen Maps von 2042. Wir hatten da ja schon Kaleidoscope, Renewal und Orbital, die überarbeitet wurden, die sich jetzt auch definitiv sehr viel besser spielen. In Season 3 kommen dann zwei weitere dazu und das ist einmal Manifest. Hier sehen wir Beispiele, wie das Ganze überarbeitet wird. Wir kennen den Stil ja schon bereits aus den anderen Karten. Da wird sehr viel mehr Deckung hinzugefügt. Der ein oder andere Punkt wird näher aneinander rücken. Man wird neue Wege erschaffen zwischen den Punkten. Das Ganze wird ein bisschen mehr nach Krieg aussehen. Das heißt, hier und da werden Sachen zerstört, die dann auch brennen. Es wird also, wie gesagt, nicht mehr so clean sein, wie es vorher war, was ja viele einfach immer beanstandet haben, dass das Ganze einfach nicht nach Krieg aussieht, sondern eher als wäre man in Urlaub mit ein bisschen Waffen. Hier und da ein paar Sandsäcke, neue Routen etc. Bei Manifest wird jetzt auch das Lighting überarbeitet, sodass das Ganze ein bisschen mehr Spannung bekommt. Ganz interessant ist, dass sie ein paar von den großen Kränen entfernen werden, sodass dieser Highground dadurch extrem viel wertvoller wird, sodass es sich da mehr lohnt, um das Ganze zu kämpfen. Kleiner Nebeneffekt ist natürlich, dass nicht mehr ganz so viele Leute von oben auf die Punkte runterballern können, sodass da so ein bisschen mehr Bewegung im Level entsteht. Hoffentlich zumindest. Wobei ich sagen muss, dass Manifest aus meiner Sicht immer eine der besseren Originalkarten war. Die zweite Karte, die überarbeitet wird, man sieht es schon an den Eisbergen, ist Breakaway. Und da ändert sich auf jeden Fall so einiges. Hier zum Beispiel die Leere wird einfach komplett gefüllt mit Öltanks und Pipelines. Die Ölplattform rückt sehr viel näher an die Action. Das Ganze wird auch ein bisschen aufgelockert und ein
ein bisschen überarbeitet, was so Wege zwischen den Punkten angeht. Und überall gibt es natürlich wieder viel mehr Deckung. Hier an den Lagerhäusern zum Beispiel. In den Lagerhäusern wird das Licht verändert, auch viel mehr Kisten und so weiter kommen hinzu. Die Trostlosigkeit von dieser Karte wird so ein bisschen aufgehoben. Vielleicht gibt es wieder ein bisschen mehr Up and Down, also ein bisschen mehr Vertikalität, wie man hier an den Klippen sieht. Auf dem Gletscher selber kommen auch viel mehr Berge und Höhlen dazu. Und sogar eine Eishöhle wird es geben, in der ein abgestürzter Kondor rumliegt. Also auf die Überarbeitung bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, weil das in meinen Augen doch eine der schlechteren Karten ist von Battlefield 2042. Also da darf man auf jeden Fall gespannt sein. Bald gibt es auch dann den tatsächlichen Reveal von Season 3. Das dürft ihr natürlich nicht verpassen. Da wird dann auch der neue Spezialist enthüllt, den es dann geben wird ab Season 3. Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal hier, wenn ihr diese News nicht verpassen wollt. Ganz wichtig. Außerdem wird es auch eine neue Karte noch geben in Season 3. Also eine komplett neue, nicht gereworkte. Leider nur eine, aber immerhin. Die soll ein bisschen infanteriefokussierter sein, ein bisschen enger. In einer Location, die es anscheinend in Battlefield noch nie gegeben hat. In der Gegend vom DICE Headquarter. Das wird also auf jeden Fall irgendwas Skandinavisches werden. Vielleicht sogar irgendeine Stadtkarte. Stockholm wäre da zum Beispiel eine Idee. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und das fehlt auch bei Battlefield 2042. Ein bisschen engere Karten à la Battlefield 5, finde ich. Was haltet ihr von den News? Schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Comments. Fast vergessen, Battlefield 2042 könnt ihr kostenlos spielen. Die Daten und die jeweiligen Plattformen seht ihr gerade auf dem Bildschirm. Schnuppert auf jeden Fall mal rein. Like nicht vergessen und wie gesagt, ein Abonnement ist natürlich auch immer gerne gesehen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Tschüss!